Der Supertaifun Surigae im Westpazifik hat Rekorde gebrochen. Mit mittleren Windgeschwindigkeiten von 220 km pro Stunde und Böen über Tempo 300 handelt es sich um den stärksten Taifun im April seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Glücklicherweise kommen die Philippinen größtenteils mit einem blauen Auge davon. Das Sturmzentrum zieht mit einer Entfernung von rund 250 km an der Küste des Inselstaates vorbei. Trotzdem liegen die Windspitzen teils noch über Tempo 100. Dazu treffen meterhohe Wellen auf die Küste und es gibt einiges an Regen. Der Taifun ist vergleichbar mit einem Hurrikan der Kategorie 5, wie zum Beispiel Katrina, Rita und auch Wilma. Tropische Wirbelstürme auf dem Pazifik können im Gegensatz zum Atlantik das ganze Jahr über auftreten. Die Hauptaktivität liegt allerdings zwischen Juli und November. Die Energie beziehen die Stürme aus dem Wasserdampf über den Meeren. Im Auge des Sturms herrscht oft nahezu Windstille. Dort befindet sich das Drehzentrum des Sturms. Absinkende Luftmassen sorgen dafür, dass sich die Wolken auflösen und sich das berühmte Auge bilden kann.